Jo Leute, heute werde ich auf ein paar Kommentare eingehen. Ja, lass uns gleich loslegen. Schau dir doch einfach mal das Profil der Dame an, die du direkt am Anfang gezeigt hast. Sie ist gerade dabei, fit zu werden und inspiriert andere dazu, dasselbe zu tun. Ja, momentan ist sie dick. Das sagt sie selbst. Sie will es jedoch ändern. Also, die Dame am Anfang vom Video, viele haben mich wegen der angeschrieben und meinten, ey, die hat eine Essstörung und die lässt sich gerade therapeutisch behandeln, wie kannst du sie angreifen? Guck mal, das Ding ist, wir müssen mehr Verantwortung umgehen können, weil wenn wir 22.000 Follower haben, also eine Community, die dir zuschaut, vor allem potenziell viele junge Menschen, weißt du, die gerade in der Entwicklung sind, ist es nicht gesund zu zeigen, guck mal, ich nehme 50 Kilo ab, bin ein fitter, fetter Mensch, verstehst du? Und das esse ich im Tag. Und wenn ich sehe, was du am Tag isst, du trinkst einen Eiskaffee morgens, Zucker, schon mal super schlecht, dein Insulinspiegel schießt in die Höhe, verstehst du? Zwei Brote, kann man sich streiten, verstehst du? Auch Kack, planst du? Dazu gibt es noch einen Pfannkuchen, super, klasse, okay? Dann gab es einen Teller voller Nudeln, wo sie eine Paprika zugeschnitten hat. Also Nudeln schon mal super, super schlecht, weißt du? Gluten, Weizen, überhaupt nicht gesund, weißt du? Dann haben wir Raffaello, dann haben wir wieder eine... Also es ist so, und ich habe mir andere Videos angeguckt, die isst wirklich nur ungesundes Zeug, so, weißt du? Irgendwelche Mühlenweider, Veggie-Würstchen mit Rapsöl voll drinne und sonst welche Sachen. Und es ist einfach so, ich finde es schade, dass wir so wahnhaft geworden sind, dass wir solche Menschen immer so als, die inspiriert gerade so viele Leute, weil sie jetzt in den letzten 8 Monaten 7 Kilo abgenommen hat, weißt du? Also es ist so, Leute, ganz ehrlich, ne, sie ist stark, stark übergewichtig und muss ein paar Sachen ändern. Das hat nichts mit Essstörungen zu tun. Also sie erholt sich von Essstörungen. Ist das jetzt wirklich so ein Ding, dass man alles immer auf irgendeine Störung schiebt, weißt du, und sagt, ey, weißt du was, ich entziehe mich der Verantwortung, ich bin eine fette Sau, ne? Ich habe einfach eine Essstörung, deshalb fresse ich den ganzen Tag nur Scheiße. Also come on. Also jeder hat Common Sense. Jeder weiß in etwa, was gut ist und was nicht gut ist. Verstehst du so? Und jeder weiß, dass Zucker, Weizen nicht allzu gut ist. Vielleicht weiß das aber auch nicht jeder. Vielleicht sind wir so, weil ich finde es immer witzig, wie Leute sagen, oh, 2 Bananen? Bist du? Das macht aber auch dick, oder? Alter, bist du, halt die Schnauze. Halt die Klappe. Weißt du so? Aber ein Snickers darf man ab und zu mal essen. Oder ein Proteinriegel ist vollgeladen mit Zucker. Proteinriegel sind vollgeladen mit Zucker. Weißt du, diese ganze Kack, 20 Gramm Eiweiß, das bringt dir nichts. Du isst 3 Stück am Tag, ne, und hast aber 50 Gramm Zucker in dir. Da esse ich doch lieber 20 Datteln am Tag. Tue ich ja auch gerade. Das ist, was die Leute nicht verstehen. Die sagen, Alter, wie kannst du, ich werde immer definierter von Tag zu Tag. Also es ist unglaublich. Meine Form wird immer krasser. Ich werde immer stärker, jede Woche. Es ist bewiesen gerade, was wir tun gerade, wie wir uns ernähren. Das ist einfach die sauberste Art, sich zu ernähren. Ist ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr bewegen. Unverarbeitete Sachen essen. Verstehst du? Wichtig, unverarbeitet. Lass die Sachen unverarbeitet. Keine verarbeiteten Sachen. Versucht das zu essen, was die Natur euch gegeben hat. Und simpel. Würde sie sich an diesen simplen Prinzipien halten? Guck mal, sie könnte ja, ich esse doch auch viel. Wir essen doch auch viel. Wir essen nur zu einer gewissen Zeit. Aber würde sie Frühstück weglassen, ne? Würde A, ihr Körper irgendwann sie dafür belohnen, wenn sie von diesem Hunger, von der Hungersucht wegkommt. Verstehst du? Würde sie Frühstück weglassen und würde sie anfangen, Zucker wegzulassen und einfach am Tag gut zu essen, so viel zu essen, wie du kannst, wirst du nach dem Fasten sowieso nicht mehr können, verstehst du? Und einfach ausgewogen. So, weißt du, ich habe hier, Jam ist auch da, mit denen haben wir Dings gemacht, der hat 30 Kilo abgenommen jetzt, mit dieses einfache Prinzip, weißt du, was ich meine? Und war auch sein Leben lang fett. Also das ist einfach so, es ist super simpel. Er hat seinen Stoffwechsel komplett darauf trainiert, jetzt von seinem Fett zu ziehen. Und er wird immer definierter. Was meinst du, wie er in einem Jahr aussieht? Wenn dein Gewebe sich langsam, langsam Stück für Stück... Bei mir ist auch so, am Anfang jetzt war mein Gewebe immer voll ein bisschen wackelig und jetzt es wird immer strammer. Es zieht sich alles langsam, langsam zurück. Und heutzutage, wir haben Ärzte. Man kann sich sogar operieren, aber ganz ehrlich, ne,
sich immer hinter eine Essstörung zu verstecken oder meine Schilddrüse und mein Stoffwechsel. Halt die Schnauze. Das sind alles Ausreden. Leute brauchen immer einen Therapeuten erstmal, bevor sie überhaupt das tun, was sie eigentlich alleine tun können. Weißt du? So. Ich war auch ein Jugendlicher, der eine Therapie brauchte. Ich saß da beim Therapeuten und hab gedacht, Alter, halt die Schnauze. Weißt du? Was ist das denn für ein Typ, Alter? Und diese Sachen habe ich selber gelernt irgendwann. Deshalb sage ich, das Leben ist hart, du musst härter werden. Weißt du, du musst die Wahrheit für dich selber aussprechen können. Weil wenn du nicht die Wahrheit für dich aussprechen kannst, dann triggert dich alles, dann macht dich alles wütend. Dann hast du immer nur Probleme, weil die Probleme ziehst du an, weil du ein unverarbeitetes Produkt bist. Du bist nicht der, der du sein sollst und dein Unterbewusstsein weiß das, verstehst du? Und diese Fette da, die ich nicht beleidigen möchte, es ist einfach nur, sie ist fett. Ich feiere, ist super sympathisch und ich feiere, dass sie versucht, da rauszukommen. Versucht, was Besseres zu tun, verstehst du, sagen will, aber sie geht da mit sehr viel Halbwissen ran, verstehst du, und mit sehr viel Selbstlüge, weißt du, weil, seien wir mal ehrlich, das, was sie jetzt gerade macht, sie könnte innerhalb von ein paar Wochen sehr viel verlieren und nicht eine Diät machen. Das ist ja, was sie sagt. Sie möchte keine Diät. Nein, du musst deine Ernährung umstellen auf das, was natürlich ist für deinen Körper. Vielleicht ist es der Veganismus. Vielleicht ist es Carnivore. Du musst es aber rausfinden. Aber mit dieses Weiche und ich esse heute noch ein Raffaello, dann vorm Schlafen gehen frisst du noch ein Raffaello. Das ist 4 Stunden, dein Insulinspiegel steigt die ganze Zeit, während du schläfst. Wissenschaftler haben das nachgewiesen. Das heißt, du kannst dich im Schlaf nicht mal wieder richtig erholen. Das heißt, dein Stoffwechsel kann gar nicht angeregt werden. Normalerweise, wenn du 4 Stunden, 5 Stunden vom Essen, vom Schlafen gehen nichts isst, ne? Oder wenn, wie in unserem Fall, wir haben gestern Abend noch um 21.30 Uhr gegessen, 1 Stunde vorm Schlafen gehen. Weißt du, was ich dann esse aber? Da sind keine Kohlenhydrate, das sind keine Schwäche. Mein Körper kann das schnell verdauen. Verstehst du? Und das ist halt das Ding. Wir müssen verstehen, wie unser Körper funktioniert. Raffaello, wenn du die Raffaello brauchst, wenn ich den Leuten sage, ey, weißt du was, ich hab zum Beispiel einen Kollegen gehabt, der hat mit Fasten, hat er 39 Pfund, sind fast auch 18, 19 Kilo abgenommen. Und der hat darauf bestanden, jeden Tag einen Becher Eis zu essen. Und nicht nur einen kleinen Becher, sondern einen ganzen Becher. Da habe ich gesagt, guck mal, dann mach die Trainingseinheiten auf leeren Magen, weißt du es mal, und ess den Becher Eis nicht zu sehr vorm Schlafen gehen, weil ich weiß, du bist eine fette Sau und du isst das gerne schön gemütlich im Bett, ne? Weißt du es meine, ohne danach noch Zähne putzen zu gehen. Also mach das einfach irgendwann am Tag, verstehst du, sagen will, so, nicht zu spät. Und er hat jeden Tag einen Becher Eis gegessen und hat trotzdem abgenommen, weil er natürlich im Kaloriendefizit ist, verstehst du? Aber so geht das nicht, wie die das macht, verstehst du, sagen will. So wirst du dich immer nur durchschleppen, verstehst du, sagen will. Es geht ja darum, dass wir gesund sind. Nicht, dass wir gesund aussehen, und das verstehen viele Leute nicht. Die denken, uns geht es um genau das, den Gegenteil. Uns geht es nicht darum, dass wir gesund aussehen. Mich kann es interessieren, was du über mich denkst. Ich bin an den Punkt angekommen, ich bin dankbar, dass mein Körper natürlich mir die jahrelange Arbeit optisch wiedergibt. Aber ich habe nur mir zu gefallen und meiner Frau. Mehr nicht. Verstehst du, sagen wir? Das heißt, alles andere interessiert mich nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass man das für sich auch vor einem tut, weißt du, was ich meine? Und nicht für die Leute im Außen. Sondern, weil die Leute wollen immer gesund sein und, guck mal, ey, ich habe jetzt 20 Tage keinen Zucker mehr gegessen. Bruder Jam hat einfach, Bruder, er trifft Kollegen, hallo, ich bin jemand anders. Ich bin nicht mehr der. Die Leute wollen immer, oh, super, machst du seit 7 Tagen Diät? Ja, boah, Bruder, zu hart alles gerade, ja, Mann. Ich habe seit 7 Tagen keinen Zucker mehr. Muskelkater, jeden Tag Sport und so. Du weißt, wie das ist. So sind die Leute immer. Halt deine Fresse und zieh. Weil manchmal Leute kommen zu mir und sagen, ey, Bro, es wird Zeit. Es wird Zeit. So kommt einer zu mir. Weißt du? Ein Bekannter. Ich sag, was wird Zeit? Es wird Zeit, dass wir trainieren, schreibt er mir. Ich so, wieso? Bruder, ich bin jetzt schon seit 5 Wochen dabei. Ich sag, seit 5 Wochen? Willst du mich gerade flachsen oder was meinst du? Oder was interessiert mich das? Mach erstmal ein halbes Jahr, weil dann bist du angekommen. Wenn du ich sag, es gibt eine goldene Regel, ne? Und das sind 12 Wochen. Wenn du 12 bis 15 Wochen aussetzt, weil nach 12 Wochen kommt ein Tief. Es geht nicht mehr so schnell, du wirst nicht mehr belohnt. Du wirst nicht mehr belohnt mit 5 Kilo die Woche abnehmen. Das ist, verstehst du? Jetzt geht's um Muskelaufbau. Verstehst du? Oder du wirst nicht mehr belohnt wie am Anfang mit Kraftzuwächse.
boah, nächste Woche wieder 10 Kilo mehr, wieder 10. Du wirst nicht mehr belohnt. Was es ab einem gewissen Punkt wird, ist sehr stumpf. Wie Hähnchen und Reis essen den ganzen Tag. Weißt du, wie es manche Menschen sich leider antun. Und das ist halt das Ding. Wir müssen verstehen, ne, dass es nicht so schwer ist. Es ist nicht so schwer, es ist einfach nur Disziplin und konstant bleiben und dir selber ehrlich sein, dass du einfach verstehst, es geht nicht mehr um gestern, es geht nicht mehr um heute, um morgen, oh Mann, gestern war aber ein schlechter Tag. Was ist denn mit dir los? Lebst du jetzt noch in gestern oder was? Was ist denn los? Lass gestern los. Weißt du, lass mal die Sachen los. Das habe ich gestern erklärt mit Jam. Wir laufen rum mit diesen Einkaufstüten. 120 Euro Einkauf. 120 Euro Einkauf, schleppt das mal nach Hause. Und das ist das, was Leute tun. Sie schleppen Sachen mit. Die ganze Zeit. Und wundern sich, warum alles immer so schwer ist. Du bist seit 3 Jahren wütend auf jemand? Wegen einem Tag, weil er so mit dir geredet hat? Das ist eine Tüte. Du bist auf deinem Vater noch sauer, weil er dir mit 11 eine gebackst hat? Das ist eine Tüte. Du bist sauer auf deinen Chef, weil das ist eine. Verstehst du? Die Leute haben immer, können mir immer aufzählen, was alles, wer alles scheiße ist. Nur wenn es um die selber geht, habe ich gemerkt, da reden die wenigsten drüber. Lästermäuler nennt man das. Das heißt, wenn Leute viel lästern, weiß ich, dass sie ein Problem mit sich selber haben. Verstehst du? Das würden sie gar nicht lästern. Haben wir auch eine Geschäftspartnerin, nur am Lästern. Über jeden. Aber sich selber in den Spiegel gucken ist schwierig, Mann. Deshalb, wenn ich Leute viel lästern höre, ich denke mir, uff, da ist auf jeden Fall irgendwas bei dir nicht richtig, weil du trägst ganz schön viele Tüten mit dir mit. Verstehst du, will? Weil ich zum Beispiel, wir haben jetzt als Team schon Leute getroffen, wo ich hätte sagen können, Bruder, er ist so ein Lutscher, er hat das und das und das schon gemacht und das und das und das und das. Aber weißt du was, früher hätte ich das auch gemacht, weil ich selber ein Versager war. Weißt du, man, und mich dadurch besser gefühlt hätte, Bruder, ich habe ihn mal weggeklatscht. Bruder, ich habe mit euch schon Leute getroffen, denen habe ich eine gebaxt oder gehauen. Das war bei Straßenzeit. Früher hätte ich gesagt, ach, den habe ich mal. Jetzt interessiert mich sowas gar nicht mehr. Ich will niemanden niedermachen. Ich will niemanden runtermachen. Es interessiert mich nicht. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Und wenn er mal ein Lutscher war, warum soll ich ihn jetzt klein machen, wenn wir was mit ihm zu tun haben? Warum soll ich das jemals erwähnen? Aber verstehst du, was ich sagen will? Und da bin ich weggekommen selber. Deshalb, die Leute verstehen nicht, wo ich hergekommen bin, damit ich überhaupt so reden kann. Die denken immer, ach, es lässt sich so einfach reden. Weißt du, was ich meine? So. Ja, lass uns mal noch einen Kommentar durchnehmen und dann. Wir sind jetzt auf Heilzeit. Heilzeit, wenn du das sehen solltest, lass uns mal gerne in Kontakt treten. Ich würde dir gerne vielleicht ein Coaching schenken und einfach dir helfen, auf das nächste Level zu kommen. Ich weiß nicht, ob das deine Therapeutin auch so gerne sieht, dass du solche extremen Schritte machst, aber ich glaube, ich könnte dir auf jeden Fall helfen. Korrekter Inhalt, aber kleine Kritik. Es ist schade, dass häufig Videos von dicken Menschen verwendet werden, die diese wahrscheinlich auf TikTok oder so veröffentlichen, um ihre Journey zu dokumentieren. Das sind am Ende des Tages Leute, die etwas an sich ändern wollen und andere Menschen dazu inspirieren. Ich finde das in diesem Kontext unpassend. Imagine, du kämpfst dich schon durch und siehst dann dein Video in solch einem Kontext. Das ist sehr demotivierend. Wie gesagt, ich nenne mich einfach den Sensenmann. Der Fitpflanzer. Also, weil ich bin einfach ehrlich. Ich sag dir ehrlich, weil wenn ich jemanden sehe, der Leute ermutigt, ein unfittes Lifestyle zu wandeln, nur weil du 3-mal die Woche im Gym bist, 2-mal die Woche im Gym bist, heißt es nicht, dass du gerade was änderst, wenn du da die ganze Zeit nur Scheiße frisst. Weißt du, was ich meine? Und Body Positivity promotest und Leute, wir müssen langsam und wir. Und das ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Ihr habt diese Zeit gar nicht. Nicht bei der Rate, nicht bei 50% Krebsquote, nicht bei 5 Millionen fettleibige Menschen sind letztes Jahr gestorben. 5 Millionen auf der ganzen Welt an Fettleibigkeit, nicht an Herzinfarkt, sondern an den Folgen von Fettleibigkeit. Nur Fettleibigkeit. Wollt ihr mich flachsen? Soll ich jetzt hier sitzen und zugucken? Soll ich hier sitzen und zugucken? Guck mal hier, wir haben, wie gesagt, hier einen Bruder Jam, der war auf einem Weg im Februar, ne, wie ein Kollege von ihm, der gestorben ist da dran. Verstehst du, sagen wir, an den Lifestyle. Ihnen wird sowas niemals im Leben passieren.
Der wird nicht ein Herzinfarkt bekommen, der wird nur gesünder von hier an und bewusster und bewusster und bewusster. Und sein Umfeld bessert sich. Das ist mein Ziel. Mich interessiert nicht, was du da... eine kleine Kritik, es tut mir leid, aber könntest du aufhören, fette Menschen? Nein, ich werde die so lange verwenden, bis die abgenommen haben. Bis sie nicht mehr auf dem Radar sind, Digga. Verstehst du? Bis ich denen schreiben kann, hast du sehr gut gemacht. Verstehst du? Weil viele von diesen Fettpflanzern sind jetzt bei Firmen wie Moore und was weiß ich nicht alles und weißt du, und promoten dann hier eine leckere Alternative für euren Schokokuchen und benutzen aber tausendfach Süßstoff und es ist alles nur fake und falsch. Diese Fitnessindustrie ist so fake und falsch, das ist unglaublich. Coachings, Fitnessindustrie und Leute, ich habe da Mädels letztens gesehen, irgendwelche 20-, 19-Jährigen, die auch wieder bei allen gesponsert sind und hier mein eigener Coach, die nennen sich Online-Coaches, und backen dir Brownies mit Whey-Protein, mit Chocky Chunk, mit, verstehst du, all diesen Flavors und was weiß ich nicht alles und guck doch mal die Zusatzstoffe. Seid ihr verblödet oder was? Weißt du, was da alles drin ist? Das ist kein echtes Essen. Wie kannst du dich einen Ernährungsberater nennen, wenn du solche Sachen promotest? Für Leute, die zum ersten Mal abnehmen. Deine Gesundheit ist in deinem Darm. Da fängt deine Gesundheit an. Verstehst du? Wir haben heute sogar mit einem Typen geredet im Fitnessstudio, der sah aus wie eine verfickte Maschine. Hat mich nach Tipps gefragt, weil er sieht, wie mein Training läuft. Habe ihm erklärt, ey, ich benutze keine Gewichte. Zweimal die Woche. Sonst Bodyweight. Verstehst du? Und er so, wie? Wie isst du denn? Weil ich esse 3, 4, 5 Kilo Fleisch am Tag, um die Masse aufzuhalten. Und er war offen für ein Gespräch. Und habe ihm einfach erklärt, wie es bei mir läuft und warum er kein Testosteron und Wachstumshormon braucht. Weil er das eigentlich vom eigenen Körper beziehen kann. Diese ganzen Sachen kann man von eigenen Körper beziehen. Das ist krass. Das muss man sich reinziehen. Ich kann das von meinem eigenen Körper beziehen. Auf höchste Level. Du musst es nur einmal aufmachen. Und das geht durch Fasten, das geht durch Ketose, das geht durch natürliche Produkte essen. Gewisse Produkte essen, die auch deine Testosteron fördern. Wir sind weggekommen davon. Weißt du, das ist halt das Ding. Wir sind komplett weggekommen davon. Und das ist halt traurig zu beobachten, dass wir nicht mal mehr wissen, wie unser eigener Körper funktioniert. Weißt du, und dann hörst du so jemanden sagen und so, ey, ich muss jetzt Wachsies nehmen, weil ich bin an einen Stopp gekommen, ich bin an einen Halt gekommen. Und ich denke mir, Kerlek, Digga, weißt du so, ich könnte dir Harvey gerade weiterhelfen mit echt, weißt du, so. Und weil die Leute gucken mich an und sagen, aber mir haben schon Leute geschrieben, aber Brudi, du bist auch ein Afrikaner, bei dir ist es ein bisschen anders. Da war ich 17 Jahre alt, ich hatte die schmalsten Schultern aller Zeiten. Ich war skinny fett, verstehst du, was ich sagen will? Das heißt, ich war dünn, aber konnte mein T-Shirt nicht aufnehmen, weil ich immer so eine Plauze hatte, so eine ganz kleine, so richtig Rettungsring, verstehst du, was ich sagen will? Und natürlich, die anderen haben sich lustig gemacht, verstehst du? Weil jetzt bist du 17 und manche Jungs fangen an, gute Körper zu haben, von Natur aus einfach. Wir hatten ein paar Jungs, die hatten freshe Bodies, wir sind Schwimmbruder, die sind immer so, weißt du? Die Mädels hatten auch Bock auf die Stars und so. Bruder, ich war skinny fett, Babyface, verstehst du? Genetik war nicht so. Und weißt du, was dann passiert ist? Ich weiß noch ganz genau, ich bin mit meinem Kollegen Marvin Adu, wir sind einfach ins Gym gegangen, mit 17, 18. Wussten nicht, was wir tun. Und von da an, 18, 19, 20, und ich bin dabei geblieben. Nicht jeder ist dabei geblieben. Bam, bam. Auf einmal, 4 Jahre später, ich war ein Monster. Deiner besten Football, D1 Angebote, Monster. Aber die Leute denken, ja, aber was hast du denn genommen? Oder Disziplin. Ich war damals schon so einer. Leute, tut euch nicht so schwer mit diesen ganzen Kalorien zählen. Und guck mal, ich erkläre euch was. Am Anfang fastet 16:8, ganz simpel. Macht das mal für 30 Tage. Ich sage das immer wieder. Lasst die Weizen weg, lasst Zucker weg und guckt auf die Zutaten. Guckt euch wirklich Packung an und guckt mal, was ist da alles drin. Ich werde auf jeden Fall jetzt für euch Videos machen, wo ich einfach mal auf Zutaten eingehe, um euch einfach zu zeigen, wie viel Müll da drin ist. Also, was ist in diesen Zutaten drin und tut das mein Körper
wenn irgendwo Verdickungsmittel schon drin steht, ich habe das mal gegoogelt, was das, diese Verdickungsmittel, es wird für Spachtelmasse auf dem Bau, das ist im Lakritz drinne. Ich liebe doch Lakritz, dachte ich mir. Verstehst du? Kein Wunder, dass ich immer am nächsten Tag so eklig scheiße. Und das, denkt ihr, macht euer Körper lange mit? Da glaubt ihr wirklich, dass ihr nicht zu den 50% die Krebs... Deshalb sage ich, es ist super simpel. Trink 3 Liter Wasser am Tag. Beweg dich. Nimm mal einfach die Schuhe und geh mal. Ich habe auch, oh, ich war der Schlimmste. Auto überall. Ich habe gar keinen Bock. Uber hier, Taxi, ist egal. Hauptsache, ich muss nicht gehen. Jetzt, ich bin sauer, wenn ich keine 20.000, 30.000 Schritte mache. Verstehst du, was ich meine? Ich will, dass meine Schuhe richtig aussehen, als würde ich damit viel gehen. Verstehst du, was ich meine? Weil ich weiß, es, ich habe nachgeforscht, ich habe geguckt, krass, was passiert, wenn du 20.000 Schritte am Tag machst. Es ist gesundheitsfördernd, es ist regenerativ. Verstehst du, was passiert, wenn du 30, 20 Minuten auf dem Rasen neben einem Baum erdest? Es ist regenerativ, es tut dir gut. Wir tun nicht mehr die Sachen, die uns gut tun, weil es zu viel zeitaufwendig ist und wir haben keine Zeit mehr und wir müssen ja hier sein, müssen ja da sein und hier und da. Wir haben keine Zeit für Sport. Wir haben auch keine Zeit, uns mal sauber zu ernähren mehr. Weißt du, was ich meine? Wir haben keine Zeit mehr zu kochen. Keiner hat mehr Zeit. Weißt du, aber sobald die Diagnose drin ist, dann musst du dir Zeit nehmen. Dann musst du deinen Chef sagen, ich kann jetzt erstmal nicht arbeiten. Und deine Frau ist dann so, er braucht jetzt Ruhe. Er braucht jetzt Ruhe, die Diagnose bekommen. Und ja, wir müssen jetzt echt auf ihn achten. Und da, er ist jetzt sauber und er hat auch schon 10 Kilo abgenommen. Ja, warum hat er 10 Kilo abgenommen? Weil er keine Scheiße mehr frisst. Weil damit der Krebs nicht größer wird, musst du Zucker weglassen. Musst die Weizen weglassen. Muss in ein Fastenstadium gehen, damit der Krebs weggeht. Warum nicht so leben, bevor der Krebs jemals kommt? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.